Tag, wünsche ich euch meine quietschigen Quietschbärchen. Ja. Heute ist ein sehr crazy Tag irgendwie. Ich war vorhin mit meiner Mutter shoppen. Und hab da ein paar Sachen eingekauft. Und das wird jetzt ein Haul. Ja, also meine Eltern machen gerade unten Krach, obwohl ich denen gesagt habe, dass sie leise sein sollen, weil ich jetzt ein Video drehe. Aber nein, meine Mutter denkt natürlich, zu einem Video passt es perfekt, wenn im Hintergrund ein Staubsaugergeräusch hervorkommt. So ist es halt, vielleicht hört ihr es ein bisschen, aber ich hoffe nicht. Wie vielleicht aus meinem Sinnesorgan, meinem Mund ihr vielleicht gehört habt, wird das jetzt ein Haul. Weil es gibt ja auf YouTube sowieso keine Hauls. Deshalb dachte ich mir mal, ich mache mal den ersten Haul aller Zeiten. Ja, damit die YouTuber mir was nachmachen können. Und wieder neue Videos auf YouTube erscheinen können. Das war natürlich ein Spaß, wenn ihr das nicht verstanden habt. Und zwar ist das jetzt mein, ich glaube, mein zweiter normaler Haul von jedem Geschäft. Und das gilt jetzt nicht mit dem Primark-Haul. Also ich habe jetzt wirklich ganzen Schnickschnack und alles aufeinander geworfen. Und das, was ich halt alles heute eingekauft habe, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar als erstes möchte ich euch eine wunderschöne Tasche zeigen. Und zwar sieht die so aus. Dazu muss ich aber leider sagen, dass ich die schon letzte Woche gekauft habe. Aber ich dachte mir, komm, weil die erst eine Woche frisch ist, zeigst du die trotzdem mal in einem Video. Also, so, ihr könnt die alle sehen. Nein, Spaß, hier, so sieht die aus. Da ist mir doch glatt die Kamera ausgegangen. Hab ich doch gesagt, heute ist echt ein crazy Tag. Aber die Sonne scheint, das ist sehr gut. Und zwar zurück zu der Tasche. Ja, das ist ein sehr wahrscheinlich imitiertes Lederereignis. Ja, also der Stoff oder das Leder soll halt so edel aussehen, beziehungsweise sieht eigentlich auch ganz edel aus, ist halt grün und hat halt so Punkte. Ja, die habe ich mir von Orsay geholt für 29,95 und ich finde die ist super zum Arbeiten oder zur Schule, weil da passen sehr gute Ordner rein und ja, also ein super Kauf, ne? Kann ich voll empfehlen. Ja, jetzt komme ich zu der H&M-Tüte. Yay, 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 yay. Und so habe ich mir so einen Pulli geholt, der geht unter den Po, ist etwas dicker, hat so, ja, wie sieht der Stoff aus? Das ist so ein grauer Stoff, ist halt nicht sehr dick, ist aber auch nicht sehr dünn, ist halt so Mittelmaß und hat 14,95 € gekostet in XS. Ja. Das finde ich super, weil ich werde das sehr wahrscheinlich oft mit einer Leggings anziehen und mit einer schönen Kette. Und dann, ja, ja, so werde ich es sehr wahrscheinlich anziehen. Dann habe ich mir bei H&M so ein Pulli geholt. Könnt ihr das sehen? Ich mache hier voll die Verrenkung gerade. Und zwar hat das 9,95 € gekostet in der Größe S. So, mir ist die Kamera jetzt allen erst zum zweiten Mal schon mal ausgegangen. Und zwar war ich jetzt bei dem hier. Also ist das ein Longsleeve, was etwas, ja, dünner ist und man kann das eigentlich gut zu einer Bluse anziehen. Also man kann eine Bluse gut darunter anziehen, sieht dann etwas schicker aus. Oder man kann es auch einfach zu einer Leggings anziehen und dann Bombe. Unter anderem habe ich mir mal eine neue Kette geholt und zwar kennt ihr die bestimmt, diese Blogger-Ketten. Die ist aber etwas anders. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber das hat ein schönes Muster. Also sieht ein bisschen edler aus als diese normalen Bloggerketten. Deshalb dachte ich mir, komm, in Gold hast du sie noch nicht. Und ich habe sie echt jahrelang gesucht. Okay, nicht jahrelang, aber wirklich lange gesucht, bis ich endlich mal wieder eine bekommen habe. Weil mir zwei Stück kaputt gegangen sind. Beziehungsweise eine ist mir verloren gegangen in Spanien und die andere ist mir kaputt gegangen. Das fand ich sehr schade. Deshalb habe ich mir jetzt eine neue geholt und ich glaube, ich werde sie sowieso fast jeden zweiten Tag tragen. Und zum Preis natürlich 9,95 € hat diese schöne Kette gekostet. Zu einem weiteren Kleidungsstück kommen wir jetzt. Und zwar ist das ein, meine Mutter hat gesagt, ihr Vater ist, also mein Opa ist damit früher arbeiten gegangen mit solchen Hemden. Aber ich finde es cool. Ich finde die chillig, ich finde die retro ein bisschen. Die Farben passen nicht so gut zueinander. Das nennt man Stilbruch und das finde ich total schön. Ja, ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall sehr cool und kann man gut tragen.
Und ja, hat gekostet, lasst mich nicht lügen, 19,95, also knapp 20 Euro in der Größe 38. Ich wollte das eigentlich die große Größe haben, aber hatten die leider nicht. Damit es ein bisschen so Boyfriend-Look aussieht, also von wegen, dass ich von meinem Boyfriend so ein T-Shirt an hatte. Aber wenn ich von Timo Sachen dann hätte, dann wären sie mir eher zu klein. Sorry, Schatz. Einfach Spaß. Ja, das ist halt ein... Boah, heute ist der Haul irgendwie total krumm und schief. Kann das sein? Ist mir ehrlich gesagt jetzt auch pupsig, aber heute ist eh so voll der crazy Tag. Ja, hier. Da könnt ihr es. Das waren die Sachen aus dem H&M und jetzt kommt mal was von Leos. Hier, ich packe euch mal die Tüte. Vielleicht kennt ihr die Marke ja. Und zwar habe ich mir so einen Gürtel geholt. Ich fand den richtig schön, weil er richtig schön gemustert ist und ich habe mal wirklich nach langer Zeit mal wieder einen Gürtel gebraucht. Nun habe ich mir aber wieder einen zugelegt von Leos, wie gesagt. In echt Leder, wo ich liebe diesen Ledergeruch. Und zwar in der Größe 80. Das ist halt irgendwie die Bundgröße oder sowas. Oh mein Gott. Habe ich echt so einen fetten Arsch. Obwohl 80 ist doch gut. 90? Nee. Nee, dann habe ich so einen kleinen... Ach nee, das kommt ja eher an die Hüfte. Komm, egal. 19,90 € hat der Gürtel gekostet und fühlt sich sehr gut an. Und ich hoffe, er hält auch lange, weil Leder muss eigentlich made in... Ach genau. Ich hab made in Italy, also in Italien gemacht, ne? Und zwar 19,90 € und braun Messing steht hier, also das ist Messing und ich hoffe, er hält lange. Weil sonst habe ich mir immer so welche, so schrottige von H&M geholt und die sind immer voll schnell kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung warum. Und von Primark sowieso, da muss man nicht mit anfangen. Nun kommen wir zu Tally Whale. Also das war echt ein Wunder, dass ich zu Tally Whale gegangen bin. Aber ich fand so, manche Sachen, also wenn man so in den Geschäft, in das Geschäft reinguckt, dann sind da so manche Eyecatcher und dann bin ich da so reingegangen, hab so geguckt und hab eigentlich zwei richtig schöne Sachen gefunden. Und zwar viele Leute meinten zu mir, dass ich sehr schlanke Beine bekommen habe, was mir null aufgefallen ist und deshalb meinten sie zu mir, kauf dir eine Lederhose oder ein Lederimitat. Ich glaube, ich stehe gerade momentan voll auf Leder, kann das sein? Ja, es kann sein. Ich habe mir so eine Hose gekauft mit einem Leder, eine Lederimitathose. Und zwar ist es eine Röhrenjeans, sieht so aus und kann man eigentlich auch gut anziehen. Also ich finde diese Jeggings oder diese Jeggings, Leggings, Leggings, Jeggings, ihr wisst, was ich meine, die wirklich so eng an einem sitzen, dass man wirklich jeden Pickel auf dem Arsch sieht oder jede Narbe oder jede Beule am Knie oder sonst was. Ey, finde ich ja ganz, ganz schrecklich. Wirklich. Also finde ich echt... Ich habe die auch wirklich... Ich habe die angezogen bei... Karel... Wie hieß der da nochmal? Karlem dieser? I don't know. Auf jeden Fall habe ich sie angezogen und ich dachte mir... Nö. Das war echt schrecklich. Ich habe mich gefühlt wie eine Presswurst. Wirklich. Oh Gott. Deshalb habe ich diese wunderschöne Hose bei Tally Whale gefunden, obwohl ich echt gar nicht gern zu Tally Whale gehe, weil ich finde die Sachen etwas zu peppig oder irgendwie so. Nun ja, boah, ich rede echt um den heißen Brei rum. Tut mir leid, Leute. Jetzt kommt der Preis von der Hose und zwar 29,95 €. Hat die schöne Hose gekostet. Ja, das war sie. Sagt Hallo. Nun zu einem weiteren Produkt, zu einem weiteren Kleidungsteil von Tally Whale. Und zwar, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr im Laden seid, ihr seht was und dann wollt ihr direkt mit irgendwas kombinieren. Und dann habe ich das hier gefunden und dachte mir so, oh, das sieht bestimmt ganz gut aus mit der Lederhose. Und zwar ist das so eine Bluse, die sieht eigentlich sehr verwaschen aus. Aber ich weiß nicht, das hat so einen Used-Look, aber irgendwie auch, ja, es hat einen Used-Look. Punkt. So sieht die halt aus. Ich ziehe die mal drüber. Sieht sehr schön aus. Und wenn man sich die in die Hose stopft, dann ist das bestimmt sehr sexy. Und ja, man sieht bestimmt sehr viele Männeraugen auf seinen Hintern. Das war natürlich wieder ein Spaß. Aber so sieht das aus. Und finde es eigentlich ganz chillig und hat gekostet. Das war runterreduziert. Ja, das war runterreduziert. Nee, also das von Tally Whale war reduziert von 25,95 € also 26 € auf 20. In der Größe 36.
Yay. Kommen wir zu DM. Und zwar habe ich mir so ein Deodorant geholt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht dran gerochen, aber ich finde die mit den Sprühköpfen voll geil. Also ich habe welche von CD. Oh nein, ich glaube, das wurde sogar schon mal benutzt. Kennt ihr das, wenn das so... Toll, jetzt habe ich ihn benutzt mitgenommen. Egal. Ich probiere es mal aus. Und zwar riecht es nach Klo. Steht drauf, dass es ohne Aluminiumsalze ist und sieht sehr hygienisch aus. Und deshalb dachte ich mir mal, komm, nimmst du mal mit. Und probierst es mal aus. Vielleicht ist es ja gut. Also da ist eine Feder drauf und Wassertropfen. Deshalb muss das gut sein. Weil das ist ja für sensibel und sensibel hier, sensibel da. Bla bla bla. Jetzt habe ich was total super tolles, cooles. Und zwar habe ich einen neuen Lippenstift von... ich glaube es nicht. Ich habe einen benutzten Lippenstift mitgenommen. Oh. Ey, meine Mutter sagt hier gerade an den Treppenstopp. Ich glaube es nicht. Ich habe gerade allen Ernstes einen benutzten Lippenstift mitgenommen. Ey, wie blöd bin ich eigentlich? Scheiße. Fuck. Ja, das regt mich jetzt ziemlich auf. Weil das war der letzte und ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geguckt, obwohl ich echt immer drauf gucke. Aber ich zeige euch trotzdem die Farbe mal. Das ist die Farbe von dem Lippenstift. Und so sehen die Lippenstifte jetzt aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Nummer das ist die Nummer 7 Natural Beauty. Den werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Ich werde den erstmal abschneiden, weil ich finde das ehrlich gesagt so ekelhaft. Wenn da irgendeiner mit den irgendwelchen fremden Lippen da dran war. Stellt euch mal vor, da hat jemand Herpes oder so. Also... Boah, nee. Ey, wie blöd ich bin, ey. Unglaublich. Und das dritte Produkt von DM ist das von Evelyn, eine Gesichtsmassagebürste. Die fällt mir schon glatt auseinander, aber die sieht so aus und ist ziemlich weich. Und da ich ziemlich viele Pickel bekommen habe oder Pickelmale von diesem schönen Antibiotikum, was ich verschrieben habe wegen meiner Blinddarmentzündung, habe ich jetzt überall Pickel. Und ja, wasche mein Gesicht deshalb 5-mal am Tag anstatt 2-mal, also umgerechnet. Und ich dachte mir, vielleicht hilft es ja, wenn ich noch ein bisschen mehr härter dran gehe. Und vielleicht habe ich ja auch in 3 Wochen dann noch mehr Pickel deswegen. Also ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen, ich werde es versuchen. Zu den Preisen kann ich euch leider jetzt nichts sagen, weil ich finde den Kassenbon nicht. Aber ich bin der Meinung, dass dieser Lippenstift knapp 2 Euro... Dieser Deodorant ungefähr 3 Euro und dieses Ding hier auch knapp 2 Euro gekostet hat. Und ich bin echt so blöd, ey. Ich habe allen Ernstes 2 benutzte Sachen mitgenommen, ey. Und nun kommen wir zu meinem Highlight. Ihr kennt ja, wenn ihr irgendwie shoppen wart, habt ihr immer so ein Highlight. So, wenn ihr shoppen wart, das ihr so gar nicht missen wollt mehr in eurem Leben. Das wollt ihr immer mit euch mittragen und... Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, auf jeden Fall ist das jetzt mein Highlight und wow, also echt, ich wusste, ich bin mir nicht, ich wollte, ich will, ich wollte, ich hab, ich kann, ich tu, nein, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt in der Kamera also euch zeigen kann, weil es ein bisschen teurer war, aber ich habe mir gedacht, man kann sich ja mal was gönnen und wenn man gut gespart hat und sich das schon lange gewünscht hat, dann kann man sich das auch mal kaufen. Und zwar habe ich euch jetzt, glaube ich, schon lange genug auf die Folter gespannt und zwar geht es hier drum. Oh mein Gott, ein YouTube-Beutel von Liebeskind. Nein, kein YouTube-Beutel. Und zwar geht es um die Tasche. Ah, oh mein Gott, ist sie nicht geil. Also Leute, nee, ich finde es echt richtig geil. Ich habe wirklich gegrübelt ohne Ende, ob ich mir die kaufe, in welcher Farbe und sonst was, weil ich unbedingt schon in meinem ganzen Leben eine Liebeskindtasche haben wollte. Weil, ich weiß nicht, also viele Freundinnen von mir hatten die und ich dachte mir so, ich will auch. Und naja, jetzt habe ich ein bisschen gespart und dann habe ich mir die jetzt gekauft. Und zwar diese wunderschöne süße Tasche. Und zwar Liebeskind ist halt eine Marke von aus Berlin. So viel ich weiß, weil hier steht immer Liebeskind Berlin drauf. Und ja, so sieht die aus. Riecht einfach geil nach Leder. Sieht so von innen aus, also
das komplette Gegenteil von außen. Das ist nämlich lila, wie ihr sehen könnt. Und das ist halt mega, ich weiß nicht, also ich finde die einfach geil. Wirklich, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich finde sie geil. Und das bleibt jetzt auch mein Schatz für die nächsten paar Jahre. Und ich bin echt mega froh, die gekauft zu haben, weil ich war echt... Ich glaube, ich stand eine Stunde in diesem Laden und habe überlegt, ob ich mir die Tasche kaufe. Und dann habe ich es gemacht. Und ich habe aber noch nachgefragt, entschuldigen Sie, könnte man die Tasche eventuell noch nach vielleicht 2 Wochen abgeben oder so, falls ich mich anders umentscheide. Ich sage, ja, kein Problem, Hauptsache du trägst sie nicht. Aber ich glaube, sie bleibt bei mir für immer. Und ja, also den Preis, den will ich ehrlich gesagt jetzt nicht so preisgeben, weil sagen die dann, kannst du Geld kacken oder so? Nein, ich kann kein Geld kacken. Und zwar liegt das am Sparen, ja. Aber naja, die Tasche hat knapp 200 Euro gekostet und ja. Ich dachte auch was, ich kipp aus allen Latschen, aber ich dachte mir, komm, du hast jetzt Millionen Primark-Taschen in deinem Zimmer hängen. Jetzt kannst du auch einmal eine vernünftige haben, die du für ein paar Jahre tragen kannst und die wirklich nicht kaputt geht, wie eine Primark-Tasche nach 2 Wochen. Nun denn, habe ich mir jetzt die gekauft und das ist jetzt mein Baby für die nächsten 10, 20 Jahre. Ja, das vielleicht jetzt nicht, aber ich finde sie echt mega geil. Und ja, hat auch hier so ein so ein Umhänge-Dings, damit ich das auf die Schulter tragen kann und ja. Finde ich super. Nach dem ganzen Glabber erstmal einen Schluck Apfel-Limonenschorle. Prost. Und ich sehe gerade, wir sind fertig mit meinem Haul. Mit meinem super tollen Special, uber-hyper-geilen Haul. Yeah, also so viele Sachen waren es eigentlich gar nicht, wie in den letzten Hauls. Aber es war genug für diesen Monat. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habe ich euch ein paar Inspirationen gegeben, was ihr beim nächsten Mal beim Shoppen einkaufen könnt. Jedenfalls ist es bei mir immer zumindest so, dass wenn ich irgendwelche Hauls sehe und ich in diesem Laden dann bin und das dann sehe, dann bin ich so geil. Also, versteht ihr, was ich meine? Nein? Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, wenn ihr mehr Hauls wollt von mir. Und ich sehe gerade, die ganze Zeit ist mein Kopf abgeschnitten. Aber egal, dann seht ihr meine tollen Geheimratsecken auch nicht. Das ist super, das freut mich, dass ich euch das die ganze Zeit vorenthalten konnte. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute, ne?